Katrin und habe von 1998 bis 2001 Kommunikations- und Marketingwirtschaft an der WAM studiert. Und ich bin der Marco. Ich habe von 1998 bis 2001 auch an der WAM studiert und zwar genau das gleiche wie die Katrin. Tja, rückblickend auf unsere WAM-Zeit war, ich glaube, unser beider persönliches Highlight, dass wir uns damals kennengelernt haben, relativ schnell am Anfang schon zusammengekommen sind und 2007 geheiratet haben. Wie man sieht, sind wir nicht mehr zu zweit, sondern zu dritt. Wir sitzen hier im Kinderzimmer unseres Sohnes, der auch anderthalb inzwischen schon ist. Ja, wir hatten ja damals das große Glück, der erste Marketing- und Kommunikationsstudiengang zu sein. Noch größtes Glück war, dass wir, glaube ich, 16 Mädels und 4 Jungs waren. Und ich habe es original geschafft, mir einen davon zu krallen. Ja, meinetwegen bist du nach Köln gekommen. Und der Grund dafür war eigentlich nur, dass ich schneller war beim Jobsuchen. Ich hatte Ich habe damals eine Stellenanzeige bei Horizont geschaltet. Damals war das alles ja 2001 noch relativ neu und wie macht man das, wie bewirbt man sich? Ich habe mich dann entschieden, einfach mal so eine tolle Stellenanzeige online zu stellen und hatte das große Glück, dass meine dann Chefin diese Anzeige auch gelesen hat und bin dann mehr durch Glück als durch Verstand bei einer Firma namens Cosmopolitan Cosmetics gelandet. Bekannt in Köln durch 4711, das echt kölnisch Wasser. Diese Firma ist heute Teil der Procter & Gamble Gruppe, war damals aber noch Teil der Wella AG und ich durfte in der Unternehmenskommunikation damals mein WAM-Wissen einbringen, hatte verschiedene Veranstaltungen für die Celebrities, die diese Düfte in unserem Haus entwickelt haben, sprich mit Naomi Campbell, Cindy Crawford, Gabriela Sabatini und es war eine extrem aufregende Zeit und gerade verglichen jetzt aus unserer langen Berufserfahrung, jetzt sind wir beide seit über 10 Jahren im Job, war das sicherlich gigantisch, mit sowas starten zu können. Da war ich so lange, bis das gute Unternehmen von Procter & Gamble gekauft wurde. Ich habe mich dann entschieden zu wechseln, bin zu Peek & Cloppenburg gegangen, was ich durch meine Studienzeit schon kannte. Da habe ich aushilfsweise gearbeitet, habe dann dort nochmal ein Trainee-Programm gemacht, um den Handel kennenzulernen und bin am Ende im Haus in Berlin gelandet, wo ich dann über ein Jahr gearbeitet habe. Danach ging es nach Gießen. Und dort habe ich dann als Abteilungsleiterin eine Abteilung verantwortet, habe dann aber gemerkt, dass mir Köln und mein Göttergatte dann irgendwie doch ein bisschen weit weg sind. Habe mich dann entschieden, nochmal zu wechseln und bin jetzt seit 2007 bei der Douglas AG beschäftigt. Bin dort im Bereich des internationalen Einkaufs und verantwortlich für die Koordination unserer 16 Tochtergesellschaften. 2001 habe ich meinen ersten Job angefangen in Köln bei einer relativ kleinen Agentur, die sehr promotionlastig waren und kleinere Veranstaltungen gemacht haben. Hatten Kunden wie Nestle Purina, Granini, relativ kleine und überschaubare Sachen. Habe dann gewechselt innerhalb von Köln, bin auch immer in Köln geblieben, ehrlich gesagt, im Vergleich zu meiner Frau. War dann bei B+D beschäftigt. B+D Events und Sponsoring ist eine relativ große Agentur in Köln mit knapp 130 Mitarbeitern, in ganz verschiedenen Bereichen tätig und ich war halt für die Event-Unit zuständig und habe mich da vom Projektassistenten zum Projektleiter hochgearbeitet im Laufe der Zeit und haben dann verschiedene Veranstaltungen gemacht. Mit Schwerpunkt immer meistens in Deutschland, aber auch europaweit hatten wir ganz, ganz viele Veranstaltungen. Auch Incentive-Reisen, ehrlich gesagt ein sehr spannender, sehr schöner Beruf, sehr vielseitiger Beruf, weil man mit vielen verschiedenen Menschen, mit vielen verschiedenen Bereichen arbeitet. Man muss sich ein bisschen im Catering auskennen, Technik, Dekoration, Location-Know-how haben, Destinationskenntnisse. Also das ist schon sehr, sehr umfangreich, sehr umfassend und war 8 Jahre lang bei B+D. Habe mir dann gedacht, okay, die Zeit reicht auch, 8 Jahre ist lange genug. Habe dann nochmal gewechselt im hohen Alter von knapp 35 Jahren und bin jetzt bei Ins Glück. Ins Glück ist eine sehr witzige Agentur mit Hauptsitz in Berlin. Die Dependance in Köln hat ungefähr 12 Mitarbeiter. Berlin ist ein bisschen größer mit knapp 30. Machen reine Events, relativ große Events, viele große Events und sind halt sehr filmlastig. Also alles, was so das Thema 3D-Mapping und so ein bisschen innovativere Inszenierungsgeschichten anbelangt, sind die sehr stark. Bei B+D habe ich Kunden betreut wie die Wella AG, Procter & Gamble. Das ist so ein bisschen die Verbindung dann auch wieder zu Katrin. Noch eine persönliche Grußbotschaft an Herrn Hirschberg. Die eine Hausarbeit, die Sie uns damals zurückgegeben haben, wo ich eine bessere Note bekommen habe als Katrin, mit der Begründung, dass Ihre Hausarbeit mit heißer Feder Feder oder fachsprachlich hingerotzt wurde, hat sie beide geschrieben
meine in der Nacht- und Nebelaktion, weil ich es leider vergessen hatte. Und das wollten wir Ihnen noch mal kurz aufs Brot schmieren. Es war keine heiße Feder bei mir. Ich habe mir echt Mühe gegeben.